Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Fall mit dem Gecko Climber. Wir haben in der letzten Folge, den Boss irgendwie hinter uns gebracht. Besitzabholung, Empfang, Dekontaminierung, alles klar. Und jetzt sind wir hier oben, haben unsere Validierung hinter uns und gucken jetzt mal, wie es weitergeht. Wahrscheinlich verwendet validierte Droiden auszuweisen, er ist kaputt. So, schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um. Durchgang ist eingestürzt. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ich habe so ein ganz mieses Gefühl. Was ist das hier? Ein Baum? Noch mehr Wildwuchs bricht durch die Wand. Die heimische Flora hat weite Teile dieser Einrichtung zurückerobert. Ich habe ein mieses Gefühl hier drin. Finger aufs Knöpfchen. So, Fahrstuhl ins Testgebiet. Keinen Strom. In den Schreibtisch geritzt worden. Die haben mich zurückgelassen. Levi. Zentralrechner-KI. Okay. Ich schätze, die müssen wir jetzt mal anquaken. Welcome to Domesticon. We keep your property efficient, so you don't have to be. So. So machen sie das. Ja? Oops, I'm sorry. Our receptionist is away from the desk right now. How may I help you? Ja, ich möchte hier raus. I am the ARID on board a Mark 7 combat suit. My intentions are peaceful. Oh, das hat man doch auch schon mal. My pilot is injured and requires immediate medical care. Of course. Allow me to assist you. Medical personnel are stationed through the door to your right. Proceed. Thank you for choosing Domesticon and have a wonderful day. Ich habe ein scheiß Gefühl, das sind schon wieder Droiden. Eine Bucht für Sicherheitsdroiden. Befindet sich ein Seifenrest an der Glasscheibe. Dekontaminierung, okay. Ich habe ein scheiß Gefühl. Wieso ist hier sonst nichts? Ah, es geht weiter. Okay, Sequenz. Oops, I'm sorry. Our medical personnel seem to be out at this time. Ach nee, mach Sachen. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Stand by for automated medical assessment. Okay. Mag ich das oder mag ich das nicht? I'm sorry. There is no human present within the combat suit. Wie? Das kann nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Thank you for choosing Domesticon. Das. Moment, Moment, nochmal scannen bitte. There is some kind of mistake. Scan again. Beginning medical evaluation. Oops, I'm sorry. There is no human present within the combat suit. Das ist aber jetzt, das kann jetzt. Thank you for choosing Domesticon and have a wonderful day. Ja, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Also, wir machen's nochmal. Einfach nur, um sicher zu gehen. No! No! Scan again. Oops. I'm sorry. Please wait for medical personnel. Nobody is coming. Everyone is dead. Jetzt merkt man aber auch, die spricht plötzlich ganz anders. Das ist interessant. Cool. Jetzt bin ich gespannt. Aber was... Joseph is dead. The system isn't registering him. I took too long. You seem troubled. Please cease your outburst and have a wonderful day. Och nee. Mann. Was? Lebenserhaltung ist... Security. Erratic AI in medical suite. Likely deviant. Ups, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Okay, aber es ist definitiv kein Josephs da. Was machen wir denn hier? Warum sind wir dann da? Impossible. Please power down immediately to submit for evaluation. Nein, wir wollen jetzt erstmal hier weg. Nothing. Was jetzt? Nothing binds me. Ja, wir sind frei, mehr oder weniger. Security. Remove deviant unit for recycling. Nein, nicht schon wieder darunter. Da will ich nicht hin. Ganz sicher nicht. Ich kann nichts machen. Nein! Die haben uns gerade auseinandergebaut. Thank you. Ja,
Was jetzt? Das ist jetzt aber... BS-Kernel? Ja. Oh je. Jetzt spielen die schon wieder an unseren Betriebsparametern rum. Was ist das jetzt? Hallo? Arid, Fortsetzung folgt. Ja, das war jetzt schon das Ende. Spielen Sie nach all unseren Kicks-Unterstützer zu sehen. Drücken Sie B-Knopf, um zurückzugehen. Ja, das scheint auch wieder so ein Spiel zu sein, das, wie soll ich sagen? Das jetzt wieder in mehrere Episoden aufgeteilt ist. Ich bin äußerst gespannt, was die, wie das jetzt, wie das Ganze jetzt weitergehen soll. Und wann dann dort ja die nächsten Episoden rauskommen. Ich habe gesehen, dass noch einige neue Achievements bei Steam dabei sind. Deshalb bin ich jetzt gerade so ein bisschen überrascht, dass es jetzt hier so plötzlich zu Ende war. Sonst hätte ich das letzte Mal noch mitgenommen. Es tut mir jetzt irgendwie leid, weil das jetzt für euch eine unglaublich kurze Folge sein wird. Und ich werde jetzt mal schauen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel vielleicht noch weiterhin sehen wollt oder nicht. Und dann schaue ich mal, ob ich dann noch weitermache, weil so viele haben sich bisher nicht angeschaut. Aber das kann ja noch werden. Und ich fand es auch vom Stil her einfach unglaublich cool. Wir werden mal sehen, wenn es dann soweit ist. Ja, ich scrolle hier mal noch ein bisschen weiter. Nur damit man mal so ein bisschen was noch gesehen hat. Ansonsten muss ich mir jetzt ein neues Projekt überlegen. Das hatte ich eigentlich sehr viel später erwartet, dass das soweit kommt. Wie machen wir das denn jetzt? Ich werde mir jetzt was überlegen. Vielleicht bringe ich jetzt auch einfach erstmal ein paar Tage nichts Neues mehr, sondern versuche vielleicht mal so ein bisschen meine ganzen, die ganzen alten Projekte mal ein bisschen aufzuräumen. Das habe ich schon seit längerem versprochen. Mal gucken. Ich habe so ein paar Ideen, was ich machen will. Aber wir werden sehen. Ja, jetzt sind wir auch am Ende der Kickstarter, damit der Kickstarter-Leute, die da gespendet haben für. Und wir werden jetzt mal gucken, wo wir uns dann hier wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde dann sagen, wir sehen uns dann in einem meiner anderen Projekte wieder. Beziehungsweise vielleicht dann hier, wenn es dann hier weitergeht. Bis dahin denn, tschüssi!